Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream. Uncut, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Insel der Unterwelt. Soll cringe sein, habe ich gehört. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Lass uns da mal reinjoinen jetzt einmal. So, auf geht's. Weg da. Ist eine Full Motion, ne? Das heißt, wir müssen hier bloß ja oder nein klicken, ne? Das ist mit echten Menschen alles. Da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Er sieht lebendig aus, als ob sein Besitzer bewachen würde. Er sieht unheimlich aus. Ich sollte mich vor ihr fernhalten. Also, ein Mädchen mit einem Teddybänder an. Schwarze Haare, rotes Kleid. Leichter Mix aus Corpse Party, würde ich immer sagen, so Abstand halten. Es ist nicht gut. Also halten wir uns lieber so ein bisschen fern, würde ich sagen. Soll sich fernhalten, habe ich gesagt. Andi, die Fahrspur oder die Hauptstraße? Was sagst du? Oder was sagt der Chat dazu jetzt? Hauptstraße oder Fahrspur? Wie sieht's da aus? Ab durch die Hecke. Immer vom Hauptmann die Hauptstraße. Wir gehen weiter. Ihre Tochter ist direkt vor Ihnen. Folgen Sie ihr. Okay, gut. Seien Sie vorsichtig, junge Dame. Nein! Nun halt sie doch rein, fest. So traurig. Oh Gott, die Schatten der vergangenen Weihnachten. Plötzlich kommt da ein Jogger vorbei. Ist ja ein Zufall. Oha, ich muss was machen. Was soll ich denn machen? Ach so! Muss er mir da sagen. Ja, der ist jetzt ganz entspannt abgehauen einfach. Da hat sich gedacht so, ja, Problem gelöst. Ich gehe jetzt nach Hause und brate mit der Bratwurst in mein Bratwurst-Bratgerät. Ein Schnitt? Das ist kein Schnitt, das ist... Aha. Wir sehen Bescheid. Boah, ich habe keinen Popcorn dabei.
Bewegen Sie die Maus, wenn Sie den Cursor erkunden möchten. Ich möchte erkunden mit dem Cursor. Das Windspiel, das unter dem Dachvorsprung hängt, macht gelegentlich Klingelgeräusche. Schön nett. Die Tür ist halb offen und das Licht ist an. Könnte jemand drin sein? Willst du da reingehen und nachsehen? Vielleicht gibt es Medikamente für die Schnitzelwunde. Klar, gehen wir da rein. Im zweiten Stock gibt es ein schwaches Licht. Es sieht so aus, als ob eine Gestalt dort oben ist. Dann gehen wir da rein. Okay. Ja, ne? Nett. Nett. Ich finde sowas gar nicht mal so schlecht zwischendurch. Ist ja auch mal was anderes, ne? Ich werd alt. Ich werd alt, ich sag's euch. Alt. Yorima! Yorima heißt es da jemand. Boah, ich lerne. Ich lerne Chinesisch gerade. Geil. Yorima! Bewegen Sie den Körper. Bewegen den Körper. Oder was ist das? Das sieht ja nett aus. Keine Fische mehr drin. Da sitzt ja jemand. Sie ist sehr ruhig und sie ist immer wütend auf mich. Ach so, das ist die. Ah, das ist sie hier. Ist das okay? Vor Gott sagen sie, hä? Keine Ahnung. Ach, na du, die sehen doch noch gut aus, für ein Psychiater. Irgendwie bin ich heute müde. Ich weiß auch nicht. Oh, das darfst du nie fragen in den Horrorfilmen, ob da hier jemand ist. Das ist nicht gut. Das darfst du nicht fragen. Klar ist da ein Kind. Halt dich fern von der. Hör dazu. 4. Korpsparty. Ist immer ein Mädchen mit einem roten Kleid und schwarzen Haaren. Die flackert natürlich. Die weg ist auf einmal. Ja, und sie hat die gleichen Bilder gemalt wie da unten halt. Ist doch psychisch kaputt. Ist ein Geist einfach. Der Raum für die Chirurgie wurde in den ersten Stock verlegt. Vielleicht gibt es dort Medikamente. Und das steht da hinten drauf. Ha.
Der Geist weiß, wo Medikamente sind. Okay. Okay. Geh rein, sobald das Licht repariert hast. Auf diese Weise wäre es einfacher, die Medikamente zu finden. Vergiss es, geh einfach, wir haben nicht genug Zeit. Ich will nicht schon wieder im Dunkeln irgendwo in irgendwelchen Räumen reingehen. Also mach dir erstmal heil, die Quatsch da. Was bringt mir denn das denn? Klicken Sie zum Auswählen, um den... Du hast versagt, das Licht ist immer noch aus. Hä, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Game over. Der Kopf ist ab. Okay. Klicken Sie zum Auswählen, um den Abgleich vorher abzuschließen. Ja, das weiß ich. Also das Ding ist eine gute Erklärung auf jeden Fall. Klicken Sie zum Auswählen, um den Abgleichvorgang abzuschließen. Steht immer noch nicht, was ich machen soll. Wie soll ich das denn? Was ist denn? Ach so. Ach, jetzt hat er was gemacht. Aus. Was heißt denn NL und PE? Es muss doch irgendwie eine Option geben, wie ich das sortieren kann oder nicht. Ich kann nicht einfach wahllos hier das da reinmachen jetzt so. Da fliegt mir der Kopf weg, ich sag's euch. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was zu tun ist. Das ist schon mal gut. Ich weiß nur nicht, wie ich es tun soll. Das ist auch ganz gut. Ist das das Erdungskabel oder was? Ich doch nicht, was das sein soll für ein Quatsch. Hey Siri, wie ist eine Steckdose aufgebaut? Eine chinesische Steckdose. Keine Antwort. PI Steckdose. PE ist der Schutzleiter. Wisst ihr Bescheid? Der Schutzleiter stellt somit die Verbindung zwischen elektrischer Anlage und dem Erdpotential her. Dadurch schützt er gemeinsam... Wie sieht er aus? Welche Farbe hat er?
Als wenn ich jetzt noch Elektriker werden soll. Hä? Keine Ahnung. N ist der Neutralleiter, der ist blau. Und L ist braun. Gelb-grün ist der Erdungsleiter. Ey, jetzt steht hier sogar drin mit Google. Das ist der Wahnsinn. Und braun ist L. Das ist nämlich der Außenleiter. Als wenn ich das wüsste, welche Farbe ein Neutralleiter, ein Schutzleiter und ein Außenleiter hat. Als wenn ich das wissen sollte. Bin ich Elektriker oder was? Ja. Hä? Dafür gibt's ja Google zum Glück, ne? Würde ich mal sagen. Schön. Als wenn ich wissen sollte, welche Leitung was ist, Alter. Digga. Bin ich Elektriker oder was? Hä? Nie. So. Da ist er ja schon wieder. Mensch, das Mädchen aus 4. Mich gerade erschrocken, Alter. Alter, die Waldfee. Ah, meine Nase läuft. Das ist kein gutes Zeichen. Ich will es nur gesagt haben. Jetzt müsste sie noch sagen, ihr werdet alle hier unten sterben. Wie bei Resident Evil, die Red Queen. Ihr werdet hier unten alle sterben. Okay. Jinse, was ist los mit dir? Du kannst es Papa sagen. Lass mich dir helfen. Jinse, du musst Angst haben. Diese Insel ist zu gefährlich. Lauf das nächste Mal nicht weg. Du musst Angst haben einfach. Lass uns einen Deal machen. Wenn du dich auf der Insel benimmst, kaufe ich dir ein neues Telefon. Digga, ist das Quatsch, Alter. Dann kaufe ich dir ein neues Telefon. Ich hätte gerne eine Packung Haribos lieber. Vor allem mit einem Selfie-Stick. Ich
Der Geist weint, das muss ich unbedingt filmen. Egal. Die stirbt als erstes, save. Wo bin ich? Ist das der Junge, Yixin? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Es ist so warm und fühlt sich hier wie zu Hause an. Ist das meine Frau? Ich kann sie nicht genau sehen. Also ist das vielleicht unsere Tochter? Also hatten wir vielleicht noch eine Tochter gehabt, die vielleicht verstorben ist? Wo will die hin? Einmal rein in den Silent Hill Nebel, bitte, bitte. Also. Man sollte sich nicht trennen. Ah. Das waren ihre letzten Worte jetzt. Doch nicht. Ich hatte gehofft. Erst ist sie mit dem Smartphone auf Geisterjagd und wenn er mal ein Geist kommt, dann ist Panik angesagt. Lass nicht zu, dass etwas passiert. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nicht herbringen dürfen. Warum hast du es getan? Ist Xixing etwas zugestoßen? Anscheinend noch nicht. Auch wenn sie... Ich werde einen Weg finden, sie zu retten. Ja, sie ist da vorne. Also ist ihr noch nicht zugestoßen, würde ich sagen. Ah, schwierig, Digga. Ja, die ist weg, würde ich sagen, ne? Oh.
Demo seine. Da war der Kopf ab, würde ich sagen. Ist sie nun blind? Besessen und blind, würde ich sagen. Aber es ist eigentlich ein nettes Spiel. Also, das wirkt zwar. Naja, also wirklich Quinch würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nett auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall nett. Kann man hier irgendwas machen jetzt hier? Insel der Unterwelt. Also es wirkt auf jeden Fall nett, muss ich sagen. Ja, was will man verlangen, ne? So ein asiatischer Horrorfilm, kann man sagen. Also in dem Sinne, ja, ne, nett, würde ich sagen. Nett. Von den Schauspielern jetzt, muss ich sagen, wirkt erstmal souverän. Zu dem, was ich bis jetzt schon gesehen habe und so weiter, alles, wirkt das für mich vollkommen in Ordnung. Also, ja. Gut, für YouTube, das war Insel der Unterwelt. Die Demo-Version kann man sich natürlich kostenfrei downloaden, ne? Nett sagt er, nett ist meine Ex auch gewesen. Meine nicht. Das ist doch schön. Meine war nicht nett. Nee, aber ich wollte gerade sagen, es ist okay. Es hört sich auch nicht besser an. Ist es gut? Also es ist gut. Also es ist nicht nett und auch nicht okay. Es ist gut, sage ich mal. Es ist gut. Ist es mal was anderes wieder. So, das war's dann mit Insel der Unterwelt. Ich werde es vielleicht mal komplett spielen auch. Oder mir angucken, ne? Weil es ist schon interessant irgendwie. Ah, mal gucken, ne? Aber das war's erstmal. Ich nehme mal einen Schluck aus meiner Buddel hier. Meine lieben Freunde, das war das heutige Video. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, das war einfach mal der Twitch-Stream komplett uncut hochgeladen. Ne? Und ja, die Qualität ist jetzt nicht so optimal, wie ich schon erwähnt gerade, weil das muss ja von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter. Und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mit drin, wie in meinen regulären Videos. Dennoch, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar hier der Link einmal. Könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch. Und für YouTube nicht vergessen, unten rechts Abonnier-Button raufclashen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, GameFan. Und Alf wird das nächste Mal, denke ich mal, auch dabei sein wieder. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, flauschig und natürlich bis zum nächsten Mal und bis dahin immer schön weiter zocken. Also, haut zu rennen.